Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Staffel hier auf Martip TV. Und dies ist eine Staffel, die ziemlich spontan jetzt entsteht und wo ich der Meinung bin, diese Staffel kann man einfach mal ein bisschen einfacher bringen, ist nicht so zeitaufwendig und so kann ich mehr Videos bringen, auch pro Woche. Also je nach Zeit kann ich dann in der Woche auch mal vielleicht zwei Videos bringen über sowas, über Habbo dann auch mal. Das ist halt mal was ganz anderes und ist auch ziemlich easy erklärt. Und zwar geht es hier bei dieser Staffel darum, uns die Länder bei der Weltmeisterschaft 2018 anzugucken. Man kann das Ganze so vergleichen mit dem WM-Talk mit Belgien damals, wo ich die ganzen belgischen Spieler bewertet habe. Und so gesehen wird es fast so ähnlich sein wie damals, wie 2014, wo ich das gemacht habe. Nur ist das jetzt ein bisschen anders abgewandelt. Da werden wir jetzt alle Länder uns angucken. Und wir gucken uns dort dann die Superstars der Teams an und allgemein so die belgischen Spieler. Allgemein das Land Belgien hat das Potenzial, hat es nicht so viel Potenzial, auch für die WM dann im nächsten Jahr. Und wir nennen das Ganze dann WM-Check und wir werden dann auch, also beim WM-Check, uns wahrscheinlich 2018 uns dann eine Mannschaft aussuchen und die dann auch vollstens analysieren. Und dann möchte ich dann zur Weltmeisterschaft 2018, da gibt es ja wahrscheinlich wieder ein Spiel von FIFA, von EA, da werde ich dann eine WM oder so starten. Also da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Müssen wir mal gucken. Erstmal würde ich sagen, fangen wir an mit den Ländern, die ziemlich spannend sind dieses Jahr. Denn es sind einige Länder dabei, zum Beispiel Saudi-Arabien, Island ist dabei, dann ist Italien zum Beispiel nicht dabei, Panama ist aber dabei, Peru und so weiter. Und das ist ziemlich spannend, sich das Ganze mal anzuschauen aus der FIFA-Perspektive, wo man sagen muss, dass die Bewertungen alle ziemlich realistisch sind und nachvollziehbar sind. Also da kann man die Quellen sehr gut draus entnehmen und da können wir schauen, wie gut die Spieler der einzelnen Ländern wirklich sind und wie gut die auch in ein FIFA-Team passen würden, hier beim Modus FIFA Ultimate Team. Also das ist ziemlich gut gemacht, finde ich, und so können wir ein bisschen Abwechslung mit auf diesem Kanal entstehen lassen. Ja, ich habe mir gedacht, wir fangen immer von der fünften Position an, also von der Seite 5 und steigern uns dann immer bis Seite 1 halt. Und wir fangen heute an mit Belgien. Warum nicht mit Russland? Weil das ja eigentlich das Land ist, wo das Ganze stattfindet. Ja, ich weiß nicht, aber Belgien möchte ich irgendwie erst analysieren, weil ich 2014 mit Belgien damals die Weltmeisterschaft angefangen habe. Und gegen Portugal bin ich damals da ausgeschieden. Und deswegen fangen wir mit Belgien an, weil ich das relativ spannend finde. Ja, das ist erstmal die erste Seite. Hier ist nichts Interessantes. Aus FIFA-Sicht ist es auf jeden Fall, ja, schwach. Ganz viele Leute, die in der eigenen Liga zu Hause sind. Wir gucken uns die Spieler mal an. Wer könnte spannend sein, vielleicht auch für die WM 2018? Wer könnte davon irgendwie aufrücken? Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Wieso ist das Internet jetzt so langsam? Ja, ich denke mal, hier wird kein Spieler so richtig interessant sein für nächstes Jahr. Die sind einfach alle noch ein bisschen zu schwach. Aber auf Seite 3, glaube ich, geht es schon so ziemlich los. Oder auch nicht. Das wird, glaube ich, noch kommen. Ja, hier sehen wir Bakali zum Beispiel, der damals, glaube ich, bei PSV gespielt hat. Der war relativ gut, ist, glaube ich, auch noch ganz gut, aber auch ein bisschen älter geworden, dementsprechend. Ja, wer könnte denn hier spannend sein? Cavanda ist zum Beispiel für FIFA-Verhältnisse ein sehr interessanter Spieler. Ich glaube, 2014 hatte ich den noch nicht mal auf der Liste. Aber der ist auch noch sehr jung, wenn man es so möchte. De Schacht ganz unten. Ja, weiß ich nicht. Der wird, denke ich, nicht mit zur WM fahren. Auch wenn er eine gute Saison haben würde. Das wäre nicht möglich. Jetzt wird's spannend. Und da sehen wir auf jeden Fall ein paar interessante Spieler, die mit dabei sein könnten. Wovon ich mal ausgehe, ist, dass vielleicht
Chimon und Van Damme mit zur Weltmeisterschaft fahren. Ob das jetzt so richtig safe ist, weiß ich nicht. Beide eigentlich relativ solide, aber auch Jordan Lukaku, der Bruder von Romelu Lukaku, der spielt momentan auch richtig guten Fußball. Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, den mit zur WM zu nehmen, denn Belgien hat leider ganz, ganz wenige LVs, das heißt Linksverteidiger, die Qualität besitzen. Aber so ein Spieler wie Vermaelen zum Beispiel, da glaube ich wieder, dass der dieses Jahr, nächstes Jahr auf jeden Fall nicht irgendwie dabei ist, sondern wirklich dann eher so ein Jordan Lukaku bevorzugt wird. Und Vermaelen, der hat auch ziemlich abgebaut, muss man sagen. Ja, diesen Charlie Musonda, den ist ein interessanter Mann für die Zukunft, aber noch nicht für die WM im nächsten Jahr. Divock Origi, wenn er bei Wolfsburg sehr gut weiterspielt, wie er es momentan auch tut, dann könnte es was werden. Der hat auf jeden Fall sehr viel Qualität. Kein schlechter Spieler. Wäre schön, wenn man so einen Spieler irgendwie mit zur WM nehmen könnte. Aber wir gehen jetzt auf die erste Seite und da sehen wir gleich auf jeden Fall Qualität ohne Ende. Wo wir erstmal mit Fellaini hier beginnen, wo ich denke, dass Fellaini auch mitkommen wird zur Weltmeisterschaft. Thorgan Hazard denke ich auch. Es gibt so viele, die nominiert werden könnten. Batshuayi, ja, wird schwierig. Mirallas, dieses Jahr auch ganz, ganz schwer, das zu schaffen. Meunier als Rechtsverteidiger wird das definitiv schaffen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann sehen wir auch schon hier ein Torwart. Mignolet wird wahrscheinlich der zweite Torwart sein. Hinter. Bin ich jetzt gerade blöd? Hinter Courtois, genau. Courtois. Und hier sehen wir dann schon die Verteidiger Vertonghen und Kompany, die auf jeden Fall Vermaelen verdrängen werden. Das steht jetzt schon fest. Und man muss auch sagen, Carrasco, Lukaku, das sind Spieler, die werden definitiv dabei sein. Alderweireld ist wahrscheinlich auch dabei. Der beste Innenverteidiger momentan, der Belgier, muss man ja neidlos anerkennen. Damals war sogar ein Vermaelen besser als ein Alderweireld. Der war, glaube ich, damals Rechtsverteidiger, wenn ich mich nicht täusche. Also ziemlich gut, wie der sich gemacht hat und jetzt auch bei Tottenham aktiv ist. Ja, dann sehen wir noch Mertens. Den hatte man damals auch noch nicht auf der Rechnung. Nainggolan, ein richtig guter Spieler. Auch in FIFA sind das richtig gute Karten, die ich hier gerade aufzähle. Und dann De Bruyne, Hazard natürlich sind die dabei. Und diese Pro-Player-Karten, die müsst ihr jetzt nicht beachten. Das sind die Karten, die die Profis, die echten Profis spielen dürfen, da sie FIFA spielen und selber natürlich Profi sind. Ja, also das wird auf jeden Fall ganz sicher sein. De Bruyne, der spielt momentan auch Bombensaison, muss man einfach sagen. Der ist richtig gut drauf. Der ist einfach der beste ZOM meiner Meinung nach auf der Welt. Und Hazard, wenn man sich die Karte mal anschaut, das ist wahnsinnig. Also die Karte ist richtig krass. Aber bei der WM, ja, der wird, glaube ich, gute Möglichkeiten haben. Und abschließend möchte ich natürlich noch sagen, wie viele Punkte von 10, also 1 bis 10, Belgien kriegen könnte, die WM zu gewinnen. Ich bin ehrlich, Belgien ist ein sehr starkes Team. Ich kann mir vorstellen, dass die, die Gruppenphase bestehen. Ich weiß natürlich nicht, was für eine Gruppe die kriegen. Diese Gruppe werden wir dann auch in einer Woche analysieren, wenn dann die Gruppen feststehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, Belgien kann es bald schaffen. Ich denke, Viertelfinale sollte definitiv drin sein mit der Qualität. Die müssen halt taktisch gut aufgestellt werden, weil sonst wird es eng, weil da kommen noch ganz viele Länder, die auch in Frage kommen könnten, Weltmeister zu werden. Als erstes natürlich Deutschland. Also da muss Belgien auf jeden Fall eine gute Taktik pflegen und das Ganze gut durchbringen. Und dann schaffen die das auch. Da bin ich fest überzeugt, dass die auch Weltmeister werden können. Aber nur, wenn die Taktik stimmt, alle Spieler fit sind und bereit sind, den Triumph auch irgendwie einzufahren. Gut, das war das erste Land. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann werden wir mit Russland weitermachen. Bis dahin, ciao.